So, hier ist nichts. Kann ich mit den Beeren das schon anbauen oder? Ja. Das war dumm. Vielleicht kann ich die, wenn wir wieder hoch und runter laufen, vielleicht kann ich das mit Bone Meal vermehren. Mit den Bären habe ich ehrlich gesagt gar keine Erfahrung gemacht. Habe ich nie genutzt. Ich finde sie bloß ziemlich cool. Weil sie halt leuchten. Der stört. So, es kann doch jetzt dann eigentlich gar nicht mehr so weit nach unten gehen. Oder... Komm, die Spitzhacke machen wir noch down und dann gehen wir erstmal hoch. Rüsten uns neue aus. Wir brauchen sowieso wieder Fackeln. Sobald es ans Strip-Mine geht, brauchen wir sehr, sehr viele Fackeln. Und ich würde dann auch unfassbar gern das Eisen, was wir jetzt bisher gefunden haben. Es war nicht viel. Aber das bisschen, was wir haben, würde ich gerne in weitere Spitzhacken investieren. Im Idealfall kriegen wir genug Diamanten, um nicht nur die Rüstung zu machen, sondern auch ein Set Werkzeug. Mit einem Set Diamantwerkzeug kann man schon relativ lange arbeiten. Bei der Hacke können wir uns das ja noch sparen, auch wenn es cool wäre. Ich bin mir unschlüssig, gegebenenfalls machen wir das. Jo, übertreib doch nicht. Aber muss nicht. So, mehr Fackeln. Hier können wir erstmal... Achso, nee, ich brauche Treppen. Wird wohl erstmal reichen. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das. Und jetzt würde ich nämlich eigentlich ganz gerne anfangen, grundsätzlich hauptsächlich mit... Eisenspitzhacken zu arbeiten, weil im Deep Slate dauert das sonst unfassbar lang. Und ich bin, oh, ja, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr ungeduldig. Am liebsten hätte ich Instant Netherite, was ja inzwischen auch echt schwierig ist, weil du dieses Template dazu brauchst. So, noch eine. Nochmal 16 Fackeln extra. Wir können ja noch ein paar herstellen, wenn wir was brauchen. So, mal gucken, wie weit wir es bis jetzt geschafft haben. Das war nicht gut. Aber dann müssen wir zumindest nicht mehr nach oben hopsen. Dieses Rumgehopse hasse ich nämlich auch sehr. Eigentlich hasse ich alles an diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, warum wir das hier machen. Und das Ding ist, dieses Spiel hasst mich auch. Da bin ich mir sicher. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Das wird's vermutlich sein. So, wir sind jetzt minus 12. Wir haben schon noch ein ganzes Stück vor uns. Ein ganzes Stück. Und definitiv immer noch zu wenig Treppen. Aber mit Eisen geht es auf jeden Fall schon deutlich schneller als mit der scheiß Steinspitzhacke. Das heißt, wir werden unsere
finale Höhe bald erreicht haben. Die Eisenausbeute bis dahin war tatsächlich mehr als mau. Was aber jetzt eigentlich dann auch nicht mehr so schlimm ist, da wir uns ja vorgenommen haben, ausreichend Diamanten für die Rüstung zu farmen, können wir die Eisenrüstung, ja, Schluck auf, einfach komplett überspringen. Dann ist das nicht so wichtig. Wir bräuchten zwar trotzdem noch mal ein bisschen Eisen für Eimer und Scheren, aber das halt vereinzelt. Hier mal 2, 3, das kriegst du hin. Denke ich. Ich bin recht zuversichtlich, dass sogar ich das hinbekomme. So. Minus 36, ich glaube bis minus 54, wenn ich es noch richtig im Kopf habe müssen wir. Das heißt, wir sind ja wirklich gleich angekommen. Easy. Und dann werden wir auch genug Tiefenschiefer haben, um eigentlich unsere Base schon mit Tiefenschiefer zu bauen. Ich finde ihn optisch relativ schön, weil er ein bisschen dunkler ist. Auf jeden Fall schöner als wie immer mit Steinziegeln. Aber Steinziegel lassen sich halt deutlich geiler farmen, weil du brauchst halt einen Koppelgenerator, ne? Und da das am Ende irgendwie einheitlich sein soll, wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir uns einen Koppelgenerator bauen. Oder sogar diesen vollautomatischen. Den ich noch nie in einem Let's Play oder so hatte, aber ich habe den schon mal gebaut und der ist insane. Der ist wirklich insane. Domi kennt ihn. Den habe ich den mal gezeigt. Wir hatten wieder unsere 2-Wochen-Phase. Vor inzwischen etwas längerer Zeit. Ich glaube auch, ich werde diesmal auf ein automatisches Lager verzichten, weil die halt sehr, sehr performance-lastig sind. Auch wenn ich sie liebe. Es ist eine Hassliebe. Automatisch Lager und ich, das ist einfach eine absolute Hassliebe. So schön das ist und so praktisch das ist, aber wenn du dann nur noch ein Daumenkino spielst, dann macht das nicht so viel Spaß. Ich höre Wasser. Ich denke, Wasser zu meiner Rechten. Und dann sollten wir hier eigentlich jetzt langsam auf Bedrock stoßen. Jo, da ist Bedrock, das heißt, wir gehen mal so in etwa 2 Blöcke höher. Dann würde ich jetzt wirklich blank strip meinen, ich muss das hier nicht irgendwie hübsch machen. Oh, jo. Ah, so viel dazu. Ist das eine einzelne Quelle? Ne, wir sind halt wirklich in einem fucking Lavasee gelandet. Wir sind in der Höhle gelandet. Aber in der Höhle gibt es auch Diamanten. Und dann können wir hier eigentlich Obsidian gleich mitnehmen. Ist doch bestimmt eine kluge Idee, direkt in den Nether zu gehen. Seems legit. Was soll da schon schief gehen? Haben wir hier keine freiliegenden Dias? Halt gar nicht. Schade. Der Lavasee scheint jetzt auch nicht so groß zu sein. Den könnten wir rein theoretisch einfach umgraben. Ich weiß halt nicht, wie weit das
hier weitergeht. Da ist halt schon Schluss. Und wenn da die Lava ist, dann ist eigentlich sogar hier die optimale Höhe zum Strip-Mine. Weil dann ist das dieses generelle Lava-Level. Also noch ein bisschen höher. So sei es. Ist ja grundsätzlich kein Problem, das kriegen wir hin. Nee? So, eins noch. Dann sind wir da nämlich auch auf der sicheren Seite. Jetzt müsste ich nur hier irgendwie Wasser loswerden. Dann können wir uns hier erstmal ein ganzes Stück gerade ausgraben und dann machen wir halt irgendwann, fangen wir an mit diesen Armen links und rechts. Ich habe vergessen, wie viele Dias wir brauchen. Ich werde alt. Ich bin ein alter, seniler Sack geworden. Mein Puls ändert sich halt gar nicht. Gefühlt ist er permanent bei 78. Ich überlege gerade, ist es noch connected? Ja, na, sonst hätte ich keinen Puls. Ich bin halt entspannt. Ich bin einfach super entspannt. Ist doch geil. Ich höre schon wieder Lava. Wusa. Vielleicht finden wir hier. Vielleicht finden wir hier irgendwo Lava. Ich bin alter seniler Sack. Vielleicht finden wir hier irgendwo Dias. Nur mal gucken. Das Gold. Ja, aber so auf Anhieb? Eher nicht. Sollte ich schon mal hier ab und an rübergraben? Wahrscheinlich. Erstmal so 25 Blöcke, also alle 5 Blöcke setze ich eine Fackel, damit hier nichts spawnt. Also 5 Fackeln pro Gang. Dann haben wir schon mal ein sehr, sehr großes Gebiet eigentlich so abgesichert. In der Hoffnung, dass wir irgendwo was finden. Komm schon, bitte. Hätte ich mir aufschreiben sollen, wie viele Diamanten wir brauchen. 1, 2, 3, 4. Das sind 20 Blöcke. Wir können das ja rein theoretisch jederzeit erweitern. Komm, ich mach nochmal 5. Ist ja trotzdem ausgleichend. Also gehen wir 30 Blöcke rein. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Gang bis dahin was ist. Ich schreibe das nochmal auf. Wir brauchen, pass auf. 5 für den Helm. 8 für den Harnisch. 7 für die Hose. 4 für die Schuhe. Dann brauchen wir aber zusätzlich 3 für die Spitzhacke. 3 für die Axt. 1 für die Schaufel. Dann gerne 2 für ein Schwert. Das heißt 9 für Werkzeug und 24 für Rüstung. Im Idealfall kriegen wir 33 Diamanten. Grundsätzlich, 1, 2, 3, grundsätzlich denke ich machbar. Eine knappe Stunde, Stunde, doch ich denke, das ist machbar.
Also, wenn man Strip meint. Ich glaube, wenn du Höhlen erforschst, schwieriger. Wobei will ich nicht mal sagen. Unsere letzte Höhle, da haben wir auch direkt zwei Vorkommen gesehen. Eins haben wir abgearbeitet, eins haben wir liegen lassen. Aber ich glaube, bei Strip Mine ist es sogar noch einfacher. Behaupte ich jetzt einfach. Unwissend, wie ich bin. So, 10 Blöcke haben wir noch. 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir halt auch wirklich genug Deep Slate. Wahrscheinlich genug, um erstmal ein kleines Haus zu bauen. Drei Gänge können wir noch, dann müssen wir erstmal wieder neue Fackeln holen. Und da haben wir die ersten Dias. Zumindest schon mal ein. Mit Glück 3 wäre das jetzt eine super geile Sache. Ich grab erst den Gang zu Ende. Aber aktuell haben wir halt gar keine Enchantments. Wir haben noch nicht mal angefangen, über Enchantments nachzudenken. Und ich würde diese Challenge tatsächlich auch ganz gerne ohne Enchantments machen. Also wirklich. Wirklich 33 Dias, entsprechend 33 Diamanterz. Und dann wären wir, was das betrifft, ausreichend ausgerüstet für eine mittellange Reise bis zu unserem Zielort, den wir erstmal finden müssen. Ich weiß noch nicht, wohin es mich verschlägt. Ich fände, wie gesagt, einerseits auch im Ozean ziemlich cool. Ich fände rein theoretisch, glaube ich, auch so ein Eisbiom ganz geil. Kirschbaumgegend ist auch immer sehr, sehr hübsch. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder auch gerne mal wieder eine Savanne. Savannen sind auch immer nice. So, 4 von 33. 1, 2, 3. Also wir haben schon, ne? Ein Teil haben wir ja schon mal. Und gar keinen so kleinen. Rein theoretisch können wir uns daraus gleich eine Spitzhacke machen. Dann geht das hier einen Ticken schneller. Aber die würde ich zusätzlich verbrauchen. Das heißt, die würde ich bei den 33 nicht mit reinzählen. Hieße, ich müsste trotzdem nochmal 33 machen. Beziehungsweise 32, weil einer würde übrig bleiben. Alternativ könnten wir uns gerade die Schuhe gönnen. Was nicht unbedingt dumm wäre, zumindest schon mal ein bisschen Rüstung zu haben, falls uns irgendwas hinterrücks angreift. 1, 2, 3, 4, 5, okay, einmal noch. Aber muss ja nicht. Aber sonst in den Gängen auch noch gar nichts gefunden. Kein Gold, kein Redstone, kein Eisen, keine Kohle. 1, 2, 3. Nur diese 4 einsamen Diamanten, die ich ja praktisch erlöst habe, weil sie wirklich sehr, sehr einsam waren. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, ich bin ehrlich, ich habe es trotzdem so ein bisschen vermisst. Minecraft war schon immer ein geiles Game. Und ich glaube, Minecraft ist auch so ziemlich das einzige Spiel, bei dem die Leute, die halt Dias, die halbwegs intensiv früher Minecraft gespielt haben, immer wieder diese 2-Wochen-Phase haben. Ich habe sonst kein Spiel, wo ich sage, oh, da könnte ich mal, müsste ich mal wieder. Ja, wobei doch.
Bei Ark hatte ich das auch regelmäßig. Bloß bei Ark bin ich immer zu faul, das runterzuladen. Weil ich ja halt die Angewohnheit habe, Spiele, die ich seit längerem nicht mehr gezockt habe, deinstalliere ich. Und Ark dauert immer unheimlich lang. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich tatsächlich mal wieder Bock drauf. Und ich wüsste auch, wer da noch Bock drauf hat. Und den zweiten Teil von Ark habe ich noch nicht mal angeschaut. So, Gold nehme ich gerne mit. Ich würde mir grundsätzlich, glaube ich, aus dem Gold mal eine Uhr machen. Sonst brauchen wir das aktuell noch nicht. Wenn wir später mal irgendwelche Maschinen bauen, ist das geil für die Gleise. Also für die Antriebsschienen. Oh ja, hier ist ein bisschen mehr. Noch 24. Ist da noch irgendwo? Ich sollte nicht unter mir abbauen. Gerade in Hardcore sollte ich das wirklich nicht tun. 9 von 33. Die Quote ist wirklich gut. Aber jetzt brauche ich erstmal neue Fackeln. Und warte, wir sind hier auf minus 54. Wie viele Treppen muss ich denn machen? Minus 54. Wären 40, 6 Stück haben wir. Also 34. 34 Treppen und einen Arsch voll Fackel. Klingt machbar. Dann können wir auch mal nach dem Weizen nebenbei schauen. Es ist gerade sowieso Tag. Die lasse ich mal so lange hier. Redstone lasse ich hier. So, die Fackeln sollten auf jeden Fall reichen. 34 Treppen. Haben wir am Schluss 2 übrig. Macht nichts. Was macht unsere kleine feine Weizenfarm? Ja, eins ist reif. Immerhin. Ist doch besser als nichts. Weißt was, wir leuchten die mal aus, damit die nachts auch arbeitet. So, da haben wir das ein bisschen vermehrt. Es ist auch gerade erst Tag geworden. Und auf dem Weg nach unten werde ich mir einfach gleich ein paar Melonen reinfressen. Die Hacke wird halt nicht mehr allzu lange reichen. Ich sollte, auch wenn es scheiße ist, ich mache mir Steinhacken. Und nehme die Eisenhacke nur noch für die Erze. Auch wenn es tut mir wirklich weh. Ich habe keinen Bock, da unten mit Steinhacken rumzugrinden. Weil der halt unfassbar langsam ist. Unfassbar langsam. Bam, badadadam. Und ich hätte aus dem Moos ein bisschen Knochenmehl machen können, um zu schauen, ob wir Glowbeeren wachsen lassen können. Oder reifen die von alleine vielleicht? Ist ja, glaube ich, jetzt nicht so abwegig, dass man praktisch... Okay, zum Glück habe ich mich verrechnet. Dass man praktisch nur die Ranken farmt und die Beeren von alleine wachsen. Sind das drei? Ja.
Warte mal, ich pack mal die drei hier weg. Dann weiß ich nämlich immer bei einem 5er Schritt, dass wir fertig sind. Oh Mann. Ja, das dauert jetzt deutlich länger. Vielleicht haben wir ja Glück und finden in einem der Gänge wenigstens ein bisschen Eisen. Dann packe ich das mal so rum. Für Redstone beispielsweise brauchen wir einfach schon die Eisenhacke. Und ich wollte auch schon vor Ewigkeiten einen Lüfter anmachen. Wie gesagt, alt und senil. Senil und alt. Komm schon, ein Dias. 24 Stück. Bis jetzt waren die Vorkommen nicht so groß. Es gibt meistens sind es, also die großen, die du häufiger findest, sind so diese Achter. Das wäre jetzt sehr, sehr geil. Davon drei Stück und dann wären wir durch. Für diese Herausforderung. Mehr ist natürlich besser. Also ich werde mich nicht beschweren, wenn wir irgendwie 40 Dias hier rausziehen. Aber 33 ist das, was wir halt gerade brauchen. Ich habe jetzt extra mal nachgeschaut, nicht, dass ich irgendeine Scheiße rede. Redstone hier lasse ich vorübergehend erstmal liegen. 1, 2, 3. Um die Haltbarkeit von unserer Spitzhacke, von der Eisenhacke so ein bisschen zu schonen. So ein Eisenvorkommen wäre halt jetzt wirklich angenehm. Nochmal einen Ofen hier unten. Das schnell durchlaufen lassen. Bisschen Kohle haben wir noch dabei. Das wäre jetzt wirklich Optimum, weil wir haben, glaube ich, habe ich unsere komplette Kohle verballert? Für Fackeln? War das vielleicht ein bisschen dumm? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich war das wirklich ein bisschen dumm. Kannst du machen, nix. So bin ich eben. Ich höre schon wieder Wasser. Ich denke, es ist eine andere Quelle, weil ich hab's auf dem rechten Ohr. Und die Quelle, die wir schon gesehen haben, die war definitiv links. Und ich hasse diese Höhlensounds. Die sind einfach nicht geil. So, jetzt höre ich es auf beiden Seiten. Gegebenenfalls ist es einfach irgendwo direkt über uns. Oh, Gold. Ich habe aber auch kurzzeitig wieder Lava gehört. 1, 2, 3. Entspannt. Nicht so entspannt. Das ist halt das nächste Problem mit den Steinhacken, die halten nicht so sonderlich lang. Komm, jetzt zeigt auch mal ein bisschen Eisen. Ich bin drauf und dran, mir eine Goldhacke zu machen. Oder alternativ halt gleich Dias. Ich meine, ich könnte mir eine Diamantspitzhacke machen und einfach schauen, dass ich 3 Diamanten mehr farme. Ich glaube, das würde nicht so sehr ins Gewicht fallen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es das ist, was ich will. Auch bei dem Geräusch bin ich mir nicht so sicher, ob es das ist, was ich will.
Lava ist immer ungünstig. Da ist das Wasser. Ich höre aber auch die Lava. Das heißt, wir haben hier Obsidian. Und eine kleine Höhle, die wohlgemerkt hier schon aufhört. Einmal kurz gucken, haben wir hier Diamanten, die einfach rumfliegen? Ist das ein Spawner? Nee, ich glaube, da ist einfach irgendwo eine Lavaquelle dahinter gewesen. Cool. Finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool. Schade. Das heißt, wir müssen weiter Strip minen. Das waren 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja gut, ist ja egal. Dann brauchen wir hier zwei neue, dass wir wieder auf unsere 5er-Schritte kommen. 1, 2, 3. Und wir merken uns, wir müssen ja aufpassen, wir werden auf jeden Fall bei Lava rauskommen. Das heißt, wir müssen einerseits aufpassen, dass ich nicht aus Versehen reinlaufe. Nicht abwegig. Und andererseits, dass wir, falls direkt darüber Diamanten sind, die nicht in die Lava schmeißen. Wäre auch sehr, sehr blöd. Und da sind wieder Dias. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich mache trotzdem erst wieder den Gang fertig. Minimum 2. Eine 8er Quelle ist es nicht. Also zumindest wahrscheinlich. Aber hoffentlich sind es Minimum wieder 4. Je mehr, desto besser. So, ab hier müssen wir vorsichtig sein. Genau über der Lava. Und das sind 2 Vorkommen, glaube ich. Jo. 1, 2, 3, 4. Bis hierhin würden wir sowieso gehen. Und so wie es ausschaut, ist die Lava hier schon vorbei. Oh yeah. Das ist richtig Dussel. Dann nehmen wir die hier noch mit. 1, 2. War es das schon? Nein. 3, 4. Und Eisen. Minimum 3, bitte. 1, 2. Ah, leck mich doch. Ach, komm schon. Spiel, was soll das? Genau pünktlich. Wir müssten da hinten eigentlich nochmal schauen, weil das waren ja wie gesagt 2 Vorkommen, ob sich hier nicht noch was versteckt hat. Ja. Ja. Nein. Nein. Das machen wir mal zu.
nehmen das ja auch noch mit. Wir haben oben 9 und hier schon mal 10. Das heißt, 19 von 33 fehlen noch 14. Wir haben über die Hälfte. Das ist geil. 1, 2, 3. Da oben ist ein Skelett. Solange es mich in Ruhe lässt, lasse ich es auch in Ruhe. Ich mach mal.